Wir werden heute ein wenig über unseren Moritz diskutieren. Diskutieren über den FR50, den wir seit 2017 am Markt haben, den viele Kunden mittlerweile im Einsatz haben. Wir werden über diesen Moritz FR50 sprechen, was Fakt ist, was gut ist, was vielleicht auch weniger gut ist, was Kunden ansprechen, was wir ansprechen. Und wir werden euch heute so ein bisschen einführen in die Technik des FR70, FR75, speziell in die Unterschiede, was die technischen Parameter betrifft. Der Fokus beim FR50 lag in der Fellhilfe. Durch die Fellhilfe, durch den positiven Einsatz der Fellhilfe, ist aus der Fellhilfe dann sukzessive auch der Geräteträger geworden, wobei der Fokus aber nach wie vor auf der Fellhilfe lag. Die neue Variante FR70, FR75 ist wiederum vom Konzept her eine Fellhilfe, wobei der Fokus hier bedeutend stärker auf den Geräteträger gelegt worden ist. Der FR70, FR75 hat von den Anforderungen her ein anderes Thema, wo sich der Bediener bzw. der Anwender mit beschäftigen muss. Wir sind hier eine ganze Ecke schwerer geworden. Das heißt, wir brauchen hier eine andere Transportlogistik. Das Gewicht beim FR70, FR75 wurde gewogen, heute hier von uns. Hinter mir steht die Maschine, die wir gewogen haben. Die Ausstattung der Maschine ist mit einem breiten Laufwerk. Wir sehen die Fronthilfswinde. Dort ist eine eingebaute Winde mit dabei mit 5 Tonnen Zugkraft. Es ist das Zapfwellengetriebe eingebaut und gewogen haben wir 2100 Kilogramm. Die Erfahrungen von unserer Seite bezüglich des FR50 sind aufgrund der verkauften Stückzahlen sehr groß. Das heißt aber nicht, dass wir hier komplett perfekt sind. Es gibt immer Punkte an Konzepten, an Fahrzeugen, an Geräten, die besser durchgeführt werden können. Und da sind wir immer am Arbeiten dran. Das Konzept bleibt, aber alles ist neu. Das ist das Motto beim FR70, FR75. Auch wenn bestimmte Punkte etwas anders gelöst worden sind, sind wir unserem Konzept treu geblieben. Viele Weiterentwicklungen sind sichtbar geworden. Das, was wir jetzt hinter mir sehen, hat auch schon einen Spitznamen bei uns bekommen. Der Moritz FR75 ist unser Monster. Zur logistischen Lösung gehört ja auch der Umbau der einzelnen Werkzeuge, Arbeitsgeräte beim Moritz mit dazu. Sie kennen das vom FR50, wo der Windeneinsatz so gestaltet wird, dass wir das Aggregat im Chassis verbauen und nur das Schild draußen belassen, sodass wir sehr manövrierfähig im Gelände sind. Das bleibt genauso auch beim FR70, FR75. Und wenn es darum geht, diese Werkzeuge umzubauen, dann brauche ich dafür im Prinzip nur meine Aushubvorrichtung. Ich kann das ganz alleine machen, ich kann das zu Hause in der Halle machen, ich kann das aber auch draußen im Bestand machen, wenn ich von meinem Auftraggeber her einfach ein Stück weiter weg bin. Ich bin, was ich, 40, 50 Kilometer von meinem Zuhause weg, dass ich es eben auch dann selbstständig und alleine im Bestand machen kann. Ich kann dementsprechend dann über die Aushubvorrichtung meine Winde entnehmen, kann mein Dreipunktgerät in die Dreipunkt reinsetzen und kann dann mit dem Multi auch arbeiten. Wir haben das Konzept jetzt etwas bearbeitet, haben das Konzept nochmal erklärt im Detail. Was wir noch nicht besprochen haben oder gesagt haben, sind die technischen Details, die wir vom FR50 zum FR70, FR75 größtenteils verändert haben. Das geht beim Motor los und hört bei der Hydraulik auf. Was genau im Detail wir gemacht haben, wir haben im FR50 einen Kubota-Motor verbaut. 4 Zylinder, 1,4 Liter Hubraum und 36 PS. Franz, was haben wir beim FR70, 75? Beim FR70 und FR75 gehen wir weg von Kubota hin zur Firma Deutz. Das hat den Grund, dass die Abgasnormen anziehen. Wir können mit den neuen Motoren die neuen Abgasstufe 5 erreichen. Haben beim FR70 die 2,9 Liter ohne Turboaufladung mit 50 PS und beim FR75 ebenfalls 2,9 Liter mit Turboaufladung mit 75 PS. Ich glaube, ganz gravierende Veränderungen gibt es im Hydraulikkonzept. Wir haben beim FR50 im Prinzip alles mit einer Pumpe gemacht. Ob es der Fahrantrieb war, ob es der Antrieb für die,
für die Seilwinde ist. Alles wurde mit einer Hydraulikpumpe erledigt. Bei den neuen Moritz-Varianten gehen wir weg von einer Hydraulikpumpe hin zu drei Hydraulikpumpen in der Serie. Ganz besonderes Augenmerk haben wir auf die Fahrhydraulik gelegt. Hier können wir mit jeweils einer Verstellpumpe ein Laufwerk versorgen. Das gibt uns die Möglichkeit, beim Mähen am Hang beispielsweise die Abdrift entgegenzusteuern. Gibt uns die Möglichkeit, die Endgeschwindigkeit stufenlos zu regulieren. Und wir haben somit die Möglichkeit, zwei Fahrstufen mit einer Endgeschwindigkeit von 6 km/h zu bewerkstelligen. Wenn wir weiterschauen, haben wir die Arbeitshydraulik. Hier versorgen wir den Steuerblock mit 6 doppelwirkenden Steuergeräten. Und zusätzlich können wir eine Leistungshydraulik verbauen. Die kann 96 Liter bei 300 Bar im geschlossenen Kreis, wodurch wir die Wirkungsgrade und die nötige Kühlleistung gering halten. Wenn wir schon bei der Kühlung sind, hier haben wir in der Front einen kombinierten Wasser- und Ölkühler verbaut. Somit haben wir immer frische Kühlluft zur Verfügung, um die Hydraulik und das Kühlwasser kühl zu halten. Beim Moritz FR50 gibt es zwei Laufwerkslängen. Wir können die Laufwerke mechanisch spannen und geführt wird das Laufwerk über ein Leitrad. Bei der neuen Moritz-Generation sind wir weggegangen von der mechanischen Kettenspannung hin zu einer vollautomatisch-hydraulischen Kettenspannung. Das bringt uns den Vorteil, immer die richtige Spannung im Band zu haben. Wir brauchen keine Schlüssel und keine Fettpresse, um die Kette zu spannen. Wir haben die Aufteilung der Komponenten verändert. Wir haben das Leitrad in die Front genommen und den Antriebszahnkranz ins Heck. Das bringt uns den Vorteil, dass wir den Kettenbauch auf der Vorderseite vermeiden und somit ein Abspringen der Kette verhindern können. Beim FR50 haben wir die komplette Steuerung mit der Funkbedienung gemacht. Wir haben dementsprechend Joysticks für den Fahrantrieb, für das ganze Lenken. Wir haben einen Joystick für die DB-Funktionen, für die doppelbündigen Funktionen bezüglich Kraftheber rauf runterfahren, ein doppelbündiges Steuerventil mit dazufahren, eine elektrische Umschaltung, um dementsprechend ein weiteres DB-Ventil zu fahren. Das ist das, was wir mit der Fernbedienung bei dem FR50 machen konnten. Bei der neuen Moritz-Generation haben wir den Funk ein bisschen üppiger ausgestattet. Das Fahren bleibt nach wie vor auf einem Fahrhebel. Somit haben wir die zweite Hand frei für sämtliche Bedienungen der anderen Funktionen. Bei der neuen Funkfernbedienung starten wir seitlich die Funkfernbedienung. Wir können den Motor starten und stoppen. Wir können die Laufwerke breit und schmal stellen. Wir haben ein Potty, um die Abdrift quer zur Hangneigung einzustellen. Wir haben ein Potty, um die Endgeschwindigkeiten in zwei Fahrstufen einzustellen. Wir können zwei Beleuchtungsvarianten schalten. Wir können die Windengeschwindigkeit in beide Richtungen stufenlos vorwärts-rückwärts fahren. Wir haben die Möglichkeit, eine hydraulische Hufwerksentlastung variabel einzustellen. Wir haben die Möglichkeit, zwei schwarz-weiße doppelwirkende Funktionen zu betätigen. Wir haben die Fahrfunktionen nach wie vor auf einem Joystick, vorwärts, rückwärts und seitwärts, können nach wie vor wenden auf der Stelle. Wir haben die Funktionen Winde ziehen, lösen und Dauerlösen auf einem Hebel drauf. Wir können die Fahrtrichtung umschalten von vorwärts nach rückwärts, um Seilwindenbetrieb oder Mähbetrieb zu schalten. Wir haben zwei doppelwirkende Funktionen auf diesem Joystick in Proportional, die in der Regel für die Hubwerke reserviert sind, können die Schwimmstellung betätigen. Wir können weiters nochmal zwei proportionale doppelwirkende Geräte betätigen, können seitlich die Motordrehzahl einstellen, schalten die Zapfwelle und den CleanFix-Umkehrlüfter. Beim FR50 war das Zubehörprogramm schon recht üppig. Wir haben die Möglichkeit gehabt, im Windenbereich 4 und 5 Tonnen Zugkraft zu verbauen.
Wir können Dreipunktgeräte verbauen, die mechanisch angetrieben werden in Form von einem Grasgestrüppmulcher. Wir können Frostfräse anbauen, wir können Streifenfräse in Kombination mit Sämaschine anbauen. Wir haben die Möglichkeit, kleinere Häcksler anzutreiben. Also hier haben wir schon ein riesen Geräteprogramm für den FR50 anbieten können. Wie auch bei der alten Moritz-Generation wird es bei der neuen Moritz-Generation sämtliche Anbaugeräte weiters geben. Die Windenzugkräfte werden jetzt mit 5, 6 und 7 Tonnen dargestellt. Es wird eine stärkere Forstfräse geben und die mechanische Zapfwelle ist natürlich auch wieder dabei. Durch die Leistungshydraulik können Bestandsgeräte auch zukünftig mit hydraulischen Antrieben versorgt werden und einen Frontkraftheber haben wir in Zukunft auch mit dabei. Meine ersten Erfahrungen mit dem neuen Moritz FR70, FR75 sind sehr, sehr positiv. Das Konzept ist top. Das Konzept war vorher auch schon top beim FR50. Das Konzept ist ja auch geblieben, so wie wir es schon gesagt haben. Wir haben bedeutend mehr Leistung, wobei das jetzt ein Punkt ist, das muss jeder für sich entscheiden, ob das unbedingt sein muss. Aber es ist von der Technik her aufgerüstet worden. Die Laufwerke sind anders, die werden anders gespannt, Leiträder sind anders gesetzt. Wir haben ganz andere Möglichkeiten mit dem Fahrzeug. Wir haben einen Umkehrlüfter mit eingebaut und ich kann, wenn ihr das wollt, gerne zu jedem hinkommen, kann eine Präsentation machen, sodass ihr den neuen Moritz FR70, FR75 selber kennenlernt und selber euch ein Urteil erlauben könnt, ist das was oder ist das nichts.